Hallo Freunde der schlechten Unterhaltung. Es gibt wieder einen Vlog. Ich bin gerade unterwegs mit Tiny im Kinderwagen zu den Ferienwohnungen, die wir vermieten. Und muss hier eine gerade fertig machen, weil wir Besuch bekommen und wir bekommen hohen Besuch. Denn meine Schwester, mein Vater und ein Freund von meinem Vater kommen vorbei. Das Wochenende, das verlängerte jetzt von Donnerstag bis Montag, und ich sehe nichts, weil die Sonne so da scheint und meine Augen tränen schon wieder und es ist so windig. Ich hoffe, ihr versteht mich, aber ich filme am besten gleich noch mal, wenn ich angekommen bin. So, hier kann ich besser reden. Ich musste Tiny gerade rausschieben, weil sie draußen besser schläft als drin. An der frischen Luft geht es irgendwie besser. Und ich mache jetzt hier überall erstmal Licht an. Die letzten Gäste sind nämlich jetzt wieder weg. Und dann muss ich halt so Sachen machen wie, ja, erstmal alles putzen. Und dann die Dreckwäsche zum Beispiel hier. So ein ganzer Korb Dreckwäsche haben sie hingestellt, was ich dann zur Reinigung bringen muss. Hier ist auch noch mal ein ganzer Stapel mit der Bettwäsche. Und dann kommen natürlich neue Laken drauf und Handtücher hier hin. Und ich muss immer so einen Blick auf Tiny haben. Kühlschrank muss ich sauber machen. Gucken, dass alles hier ordentlich eingeräumt ist. Alles auffüllen, was, ja, was leer ist an Gewürzen und Öl und sowas. Staubsaugen, wischen und dann war es das. Ich hoffe, dass Tiny so lange schläft, aber ich glaube nicht. Und ich würde sagen, jetzt fange ich erstmal an. So, dazu nehme ich mir einfach einen Eimer mit Putzmittel und einem Lappen. Ein Mikrofaserlappen. Und ich nehme einfach für alles immer Multi-Usage, also so ein, ja, was man für alles nehmen kann. Und ich habe immer so eine Ordnung, dass ich erst bei den Schlafzimmern anfange, damit ich das saubere Wasser quasi für die Betten und für die Nachtschränkchen und so benutze. Und mich dann vorarbeite, überall alles ja, Staubwische quasi. Und dann zum Schluss mache ich dann noch die Küche und als letztes das Bad mit Toilette und so. Trotzdem noch mal andere Lappen und einen Müllbeutel. Und es ist halt schon nervig, wenn man putzt und die Trockentücher, diese Mikrofasertücher, den Staub in sich gesammelt haben und dann so Staubkörner auf dem Spiegel oder so bleiben. Oh, jetzt geht die Tür zu. Und ich bin immer so ungern in diesem Techniklokal, weil hier auch kein Licht ist. Und wenn ich die Tür aufmache, kommt mir manchmal einmal einfach so ein Tier entgegen. Manchmal sind es Geckos, manchmal war es eine Spinne. Oh, und ich habe richtig tolle Rückenschmerzen. So, jetzt nehme ich mir nochmal hier so ein paar Lappen mit. Zup, zup. Reinigungstücher. Tiny schläft noch. Alles klar. Und jetzt geht es der Küche an den Kragen. Da mache ich ja immer so die Fronten. Das sind halt so, wie nennt man das? Hochglanz.
Fronten. Und da sieht man halt immer jeden, jeden Handabdruck drauf. Deswegen muss ich die auch immer noch einmal so abwischen. Und wenn zum Beispiel was tropft, ganz oft sind hier so Kaffeespritzer oder wenn man den Müll, wenn man was in den Müll wirft, dass dann irgendwie was spritzt und das dann an den Innenseiten der Türen so Spritzer kleben bleiben. Die müssen natürlich alle weg, denn wir kriegen ja auch eine Bewertung hierhin, hiervon nachher. Das Komische bei mir ist, dass ich für andere super gerne putze, aber bei uns zu Hause das meistens immer so schleifen lasse. Das ist immer so, also ich bin nicht jemand, der das kontinuierlich jedes Mal wegräumt. Könnt mir ja mal schreiben, was ihr so für ein Putztyp seid. Ob ihr jeden Tag mal ein bisschen macht, dass es immer aufgeräumt ist und sauber ist. Oder dass ihr es so alles anstaut, so wie ich, und es dann mit einem Mal alles wegmacht und dann eine riesen Putzaktion startet. Für den Kühlschrank nehme ich immer diese Allzweck-Tücher, weil ich das irgendwie ein bisschen netter finde, wenn man nicht mit einem alten Lappen, wo man vorher die Wohnung geputzt hat, dann einmal durch den Kühlschrank geht, dass ich dann hier einmal alles damit nochmal abwische und dann mit einem sauberen Mikrofasertuch nochmal drüber gehe quasi. So, das ist doch dann schon wieder viel netter. Nett, nett, nett. Und falls sich jetzt vielleicht einige fragen, warum ich selber putze und das nicht irgendwie einer Putzfrau überlasse oder so, ist der Grund, dass mir das tatsächlich gefällt, zu putzen. Also ich bin jemand, der dabei gut abschalten kann und ich weiß nicht, ich mag diesen Vorher-Nachher-Effekt. Ich habe auch in meiner Studentenzeit, Gott, das hört sich voll alt an, in meiner Studentenzeit damals, habe ich auch als Nebenjob habe ich geputzt. Ja, das hat mir eigentlich mal ganz viel Spaß gemacht. Vor allem betätigt man sich damit ein bisschen körperlich. Habe ich mir meistens immer die Sportsachen mit eingepackt, habe die angezogen und habe dann immer die ganze Wohnung auf den Kopf gestellt. Ich hatte 3 Leute, bei denen ich geputzt habe. Das hat sich echt gelohnt und für mich war es ein kleines Workout und es hat mir Spaß gemacht. Von daher, ja, ihr könnt mir mal schreiben, ob ihr auch jemand seid, der gerne putzt. Oh, Achtung, Dani, dicke Wäscheladung, dicke Wäscheladung.
Eigentlich mache ich das nicht, Betten beziehen für die Gäste. Aber wenn ihr Papa kommt, ne, kann man ja mal eine Ausnahme machen. Dann kriegen sie hier mal so ein Handtuchpaket mit 3 Handtüchern drin. Ah. Tiny, was ist los? Ah. Hey. Hallo, ich bin noch da. Hey. Willst du auch mal Hallo sagen? Willst du auch mal Hallo sagen? Nein? Ist es genug? Oh. Ich habe euch ja im Update erzählt, dass Tiny jetzt sitzt. Aber auf dem Bauch liegen macht sie nicht so gerne. Das müssen wir jetzt noch ein bisschen üben, weil sie dreht sich nämlich noch nicht. Ui! Wo ist Tiny? Wo ist Tiny? Da ist Tiny! Kikuk! Ja! Habe ich dich versteckt? Hä? Wer schreit denn da so laut? Ist das die kleine Tiny Maus? Erzählst du mir wieder was? Ich melde mich jetzt gerade wieder von zu Hause. Ich konnte gerade nicht weiter filmen, weil ich nach dem Wischen, hatten wir ein Riesenproblem quasi. Tiny war müde, war quengelig und hat dann angefangen, sich wieder zu übergeben, was sie so häufig macht. Alles aufs Sofa und ich hatte gerade alles fertig auf die Fliesen, ja. Und jetzt habe ich einfach diesen Sofabezug abgezogen, habe den mit nach Hause genommen zum Waschen. Bin einmal noch mit einem feuchten Lappen über die Fliesen gegangen. Aber ich konnte dann leider nicht mehr weiterfilmen. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie viel Videomaterial ich heute gesammelt habe. Es kommt mir ziemlich viel vor. Deswegen weiß ich nicht, ob es jetzt morgen nochmal weitergeht oder ich diesen Vlog an dieser Stelle beende. Bezüglich der Farbeinstellung mit der Kamera, mir hat letztens mal unter das Video geschrieben, dass ich ziemlich gelb aussehe. Das liegt, glaube ich, echt daran, dass ich hier jetzt gerade nicht mit normalem Tageslicht drehe und ich deswegen so gelblich bin. Ich habe es auch mal im Internet gegoogelt, wie man diese Farbeinstellung bei der G7X einstellt und dazu habe ich leider nichts gefunden. Falls jemand die gleiche Kamera hat und mir sagen kann, warum ich so gelb bin, dann wäre ich über eine Information sehr dankbar.
Aber meiner Meinung nach ist es wirklich, weil ich jetzt gerade drinnen bin, weil draußen sehe ich ja, finde ich zumindest, relativ normal aus. Also, ja, wie gesagt, ich freue mich über ein Däumchen nach oben und sag bis morgen oder bis zum nächsten Video. Ciao, ciao!